Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Silent Hunter Online Let's Play. Und zwar nehme ich euch heute ein wenig mit auf meine Reise mit meinem U-Boot und mache mit euch eine Aufklärungsmission. Ich bin hier schon ein wenig in die Richtung des Konvois geschippert und hole jetzt mein U-Boot hoch auf 9 Meter. Das ist vorgeflutet, das heißt, das Boot liegt quasi unter Wasser und nur der Turm guckt oben raus. Hat den immensen Vorteil, dass ich auf Dieselmotoren laufen kann und dass mich Eskorten nicht hören. Man sieht hier auf der taktischen Karte schon, dass man da verdammt viele rote Striche hat. Das sind entweder Kriegsschiffe oder eben Eskorten. Und es wäre natürlich schlecht, wenn die mich entdecken, weil dann kann ich mein Primärziel in dieser Aufklärungsmission nicht mehr schaffen. Und mein Primärziel ist es, nicht entdeckt zu werden. Okay, ich fahre jetzt erstmal hier so ein bisschen in Richtung des gegnerischen Konvois. Das kann ein wenig dauern, bis man dann halt da angekommen ist. Zeitverstellung ist auf Maximum gestellt. Das ist eine Zeit von mal 4. Der Kurs liegt an. Ah, da sehen wir auch schon das erste Schiff, das uns entgegenkommt, beziehungsweise unseren Kurs schneidet. Ich gehe hier noch ein paar Grad nach Backbord, um vor den Konvoi zu kommen. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Beschreibung. Ja, zwei Schiffe sollen wir ausspähen und dabei natürlich nicht beobachtet werden. Meistens sind es Kriegsschiffe, große, also große Kampfschiffe. Und dass wir nicht jedes Schiff durchklicken müssen, können wir hier schon mal ranzoomen und gucken, was ist denn hier groß? Das ist klein, das ist groß. Und jetzt wissen wir schon mal so ungefähr, welche Schiffe das denn sein werden, die wir ausspähen müssen. Eine weitere Variante ist es, seinem 1WO zu sagen, der soll schon mal so ein bisschen vorsichtig gucken, was da so auf uns zukommt. Was da relativ schnell auf uns zukommt. Dass wir nicht wirklich alle Schiffe ausspähen müssen und auf 2500 Meter ran sind und dann wirklich alle sperren müssen, sondern ja, gucken uns die Schiffe vorher schon mal an und kriegen hier dann so ein tolles kleines Fensterchen. Und da steht drin, zum Beispiel in dem Fall, verbotenes Ziel. Und daran erkennt man, dass es das Schiff, was später ausgespäht werden muss. Jetzt haben wir hier hinten noch zwei Großkampfschiffe, wie wir eben gesehen haben, die etwas größeren eben beim Ranzoomen. Eins von den beiden hier, die da jetzt hinten sind, wird das zweite Schiff sein, das wir ausspähen müssen. Ja. Ich bin jetzt aus dem Spiel geflogen. Das ist cool. Ich würde sagen, gehe ich mal einfach mal wieder rein ins Spiel. In solchen Situationen ist es natürlich geil. Man läuft auf einen gegnerischen Kampfverband zu und fliegt dann aus dem Spiel raus. Es ist sehr cool, besonders dann, wenn einem ein anderes Schiff voll reinfährt und man verliert dadurch sein Boot und kann erstmal wieder wochenlang Prestigepunkte sammeln, bis man das wieder zusammen hat. Weil letztendlich die Simulation im Hintergrund weiterläuft. Es ist nicht so, dass es stoppt. Zum Glück haben wir jetzt den Kurs passend gesetzt, sodass eigentlich nichts passieren könnte, außer das dauert hier jetzt noch ewig, weil letztendlich sitz ich mit meinem Boot auf Kollisionskurs. Haben wir eben gesehen auf der taktischen Karte, ich komme von vorne rechts, fahre ich ran. Oder von links, ja, ich gehe so links rüber, die Boote kommen von rechts auf mich zu und letztendlich stehe ich auf Kollisionskurs mit den Dingern. Und wenn er nicht bald hier weitermacht, dann wird es echt kritisch. Ich fürchte fast, ich verliere ein Boot. Was ist das jetzt hier? Komm, Connecting Game Server. Wollt ihr jetzt sagen, das Ding ist abgeschmiert oder was? Ja. Yeah. Bitte suchen Sie das versuchen Sie das Spiel neu zu laden. Fehlercode, schieß mich tot. Oh Mann. Ja, das kommt jetzt cool, genau bei so einem Let's Play. Also ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen bis jetzt in dem Spiel gemacht. Wenn ich so ins Forum reingucke, ich lese mal hier Bug, da Bug, dort Bug und tralala. Ich habe eigentlich selten Probleme gehabt. Aber jetzt scheint sich irgendwie der Gaming-Server weggehängt zu haben. Oder meine
Rechner hat hier irgendein Problem an meiner Internetleitung und das glaube ich nicht. Internet ist da, Rechner soweit auch in Ordnung. Das wird langsam kritisch. Ich bin auf Kollisionskurs. Ich hoffe, dass der Server wirklich aus ist und dass es im Hintergrund nicht weiterläuft, das Ding. Weil sonst habe ich ein Problem, dann verliere ich nämlich ein Boot. Gut, so schlimm jetzt hat es auch nicht, gibt es ein neues, aber irgendwo wächst man ja mit seinem Boot zusammen. Ne? Wenn man so viel 100 Stunden damit schon rumgeballert ist, das ist vielleicht übertrieben, aber viele, viele Stunden und hat seine Mannschaft und alles und ach ja. Und plötzlich soll das Ding wegen so einem Bug verschütt gehen. Das fände ich jetzt nicht gut. Ich habe schon wieder den Fehlercode 1216. Das ist jetzt mal cool. Den hatte ich bis jetzt noch nie. Ich habe zwar mal im Forum gelesen, dass den schon Leute hatten. Den 1216er Fehlercode. Ah, jetzt läuft er durch. Komm. Lauf durch, Alter. Das gibt's nicht. Jetzt muss ich echt hier mal das Ding komplett